Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier ein bisschen im Chaos. Unten wird wieder gearbeitet. Der Spa-Bereich, also der Wellness-Raum, ist jetzt bald fertig. Da werden jetzt gerade noch die Wände verspachtelt mit Kalkputz. Genau, Kalkputz. Und hier wird auch schon gleich gegrillt. Das ist das erste Mal, dass wir grillen. Also mein Mann und ich, da werden jetzt ein Haus haben. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen einfach, ich sag mal, privat grillen. Und sonst haben wir immer bei unseren Eltern gegrillt auf dem Grundstück. Und das ist jetzt schon gleich soweit. Und hinten steht auch schon das Fleisch und alles. Und die Maiskolben, freue ich mich drauf, ich mag Maiskolben. Ja, und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. So ist jetzt die aktuelle Sicht. Es ist, wie gesagt, überall Chaos. Also steht halt noch sehr viel rum. Aber egal, das Wetter ist schön und wir nutzen das. Und hier blüht immer noch alles. Ja, alles hier voller Blumen. Übrigens habe ich letztens einen Zaun für mein Kräuterbeet selber gebaut. Da habe ich mir einfach so ein paar Holzlatten genommen und dann habe ich hier drumherum, ich glaube das heißt Juteband, genau, Juteband war das, habe ich halt einmal so drum gewickelt und das sieht jetzt insgesamt so aus, ich finde es wunderschön. Und man sieht auch schon direkt hier die Radieschen, ich habe ja eingepflanzt, die kommen jetzt richtig. Ich hoffe, da sind auch ein paar Knollen unten dran. Und hier kommt rote Beete. Und da hinten habe ich auch was eingepflanzt. Vielleicht, ob man es sieht. Das ist, glaube ich, Dill. Genau, das ist Dill. Und sowas hier habe ich auch noch gebastelt. Das habe ich jetzt einmal so dahingestellt und ein bisschen in die Erde geschoben, damit das halt nicht umkippt vom Wind. Und hier hinten steht auch noch eine Lampe mit Solar. Finde ich total praktisch. Ich habe das einmal da so platziert. Mal gucken, wie das dann abends so aussieht. Und das wird dann so ein bisschen angestrahlt. Der Lavendel, der kommt jetzt auch hier raus. Und ich war gestern hier auch schon fleißig. Und da habe ich nämlich auch schon angefangen, hier das einfach mal alles wegzumachen, dieses ganze Unkraut. Und habe dann auch noch ein paar Bohnen eingepflanzt. Das sind die dicken Bohnen, da habe ich dann so vier reingemacht. Die sollen ja so laut, man sagte immer 100 Tage angeblich. Keine Ahnung, ich werde es sehen. Dann müssen die ja so irgendwann im August dann fertig sein oder erntebereit, hieß es, glaube ich. Und hier drüben, das zeige ich jetzt auch mal. Hier ist jetzt ein ganzer Berg, was ich wirklich jetzt alles, seitdem wir hier wohnen, jetzt genau 4 Monate, hat sich das jetzt hier angehäuft. Ich will halt einen Kompost haben, aber das, was da jetzt liegt, das ist so viel und man soll ja Unkraut nicht in Kompost reinmachen, weil sich das sonst vermehrt und das bleibt ja da bestehen und das tut man ja sonst viel auf die Beete verteilen, das wäre halt nicht so ideal. Ja, ich denke, ich mache mal hier einmal so einen kleinen Rundgang, so ein Update. Es ist übrigens total warm, weil ich bin hier im T-Shirt, aber mir ist auch so heiß jetzt gerade, weil ich jetzt die Grillkohle, die brennt halt jetzt und da ist mir richtig warm geworden. Jetzt gehe ich mal hier unter die Tanne. Da habe ich jetzt... Ach nee. Kann das sein? Ich drehe euch mal um. Hier habe ich jetzt dieses Häuschen hingehangen, damit da die Bienen... Ich weiß nicht, ob da auch Hummeln reingehen. Ich habe es vergessen. Also damit da die Insekten reingehen können. Ich zeige das mal kurz. Ich glaube, da ist schon was drin, aber ich bin mir nicht sicher. Hier kann sein, dass da was drin ist. Ich glaube, das ist so, ne? Das ist mir vorher jetzt nicht aufgefallen, also dass da vielleicht was drin ist. Das wäre irgendwie cool, wenn mir das nicht ganz umsonst ich das gekauft habe. Ich würde auf jeden Fall freuen, weil das sieht auch so ganz schön aus, wenn das da so hängt. Und es ist auf jeden Fall geschützt vor Wasser, weil wenn das nass ist, da gehen die dann halt nicht rein. Klar, hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja, also ich bin echt gern hier im Garten, wie man vielleicht schon merkt. Ich kann es nicht lassen. Und dieser Anblick jetzt da hinten im Kräuterbeet, das sieht so schön aus mit dem Zaun. Und ich bin halt jetzt auch am Überlegen, ob ich das hinten auch mache, wenn ich da halt
ganz hinten das Gemüse jetzt anbaue, weil ja, wir wollen eigentlich auch noch ein paar Hühner haben. Also wir wollen so viel machen, aber ich weiß nicht, ob der Garten irgendwie dann zu klein für ist. Es sei denn, wir machen ganz hinten, wo dieser Kompost, sage ich mal, dieses ganze Unkrautzeug jetzt liegt. Das wollen wir eigentlich alles hinten wegmachen und diese weiße Hütte auch. Und dass wir dann da die Hühner hinmachen oder ich das ein bisschen verlängere mit dem Anbau. Und man braucht einfach mehr Platz. Und ich war auch am Überlegen, ob ich jetzt hier, ob ich das halt dann da wegmache, weil ich dann da eigentlich auch noch ein bisschen Obst haben möchte. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit am Labern, sorry. Aber ich dachte, ich gebe mal so ein kleines Update. Hier habe ich jetzt auch die Solarlampen hingestellt. Jeweils hier an beiden Seiten. Und die funktionieren auch schon. Die haben gestern so schön gestrahlt. Hier habe ich jetzt auch ganz viele Blumen schon eingepflanzt. Ja, jeweils hier 4 Stück. Und da muss ich auch noch Plätze hier finden, weil die wachsen ja hoch. Das sind ja so Kletterpflänzchen. Aber schon, das ist voll der schöne Anblick mit den Lampen hier. Gefällt mir total gut. Und hier ist noch eine Tomatenpflanze. Die hier habe ich tatsächlich einfach im Netto gekauft. Ja, die sah nicht so gut aus. Und die habe ich jetzt ein bisschen gepäppelt. Also ich denke, dass es jetzt hier besser geht bei mir. Und die haben wir aus dem Bioladen. Die sah auch nicht gut aus. Und die sieht jetzt auf jeden Fall auch schon ein bisschen kräftiger aus. Und hier kommen die Sonnenblumen immer mehr raus. Die ist jetzt schon richtig gewachsen hier. Einige habe ich jetzt, ich glaube, wie viel sind das jetzt? 5 Stück insgesamt. Ja. Hier sind übrigens überall immer mal wieder so Tauben. Wir haben jetzt gesehen, dass da unten natürlich schön gegrillt wird unter der Tanne und die haben sich da jetzt ein anderes Plätzchen gesucht. Haben den natürlich jetzt da oben rausgescheucht, weil das ja nach oben zieht, der Qualm. Wir müssen sie halt jetzt mal ein bisschen abwarten, weil ich lege jetzt gleich hier die Sachen drauf. Ich freue mich total. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich gegrillt habe, das war früher bei meinen Eltern. Wir hatten ja früher auch ein Haus mit Garten. Und oh, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Und von meinem Mann halt die Eltern, die haben halt auch ein Haus mit Garten. Also das ist jetzt mindestens 1, 2 Jahre her. Jetzt geht's weiter hier. Noch richtig platzieren. Ich finde das richtig praktisch. Den haben wir übernommen. Der stand hier im Haus und der ist angeblich schon 60 Jahre alt. Nee, Aber 40, Hochzeitsgeschenk. ja, 40, okay. Aber 40 Jahre ist auch schon voll lang her. Ja, Angeblich. angeblich. Also auf jeden Fall macht er noch das, was er tun soll. Das rostet ein bisschen durch. Ja, klar, sieht nicht mehr so fresh aus, aber ich habe den jetzt ein bisschen gereinigt. Jetzt können wir die Sachen da drauflegen. So, das erste Mal grillen dieses Jahr. Und vor allen Dingen das erste Mal in unserem eigenen Haus. Das ist schon so ein langer Traum von uns, gell? Ja. Ja. Sonst, ich habe eben schon gesagt, das haben wir immer bei unseren Eltern gegrillt. Aber jetzt ist es erstmal auf unserem Grundstück. Wenn wir dann eine Einweihungsfeier machen, dann grillen wir auch. Das wird richtig Ja. nice. Wir haben jetzt fertig gegrillt und es passt einfach gerade richtig. Es fängt jetzt voll an zu regnen. Und ja, aber wir sind alle satt. Wir haben auch noch unten einen Helfer. Der hilft jetzt gerade meinem Mann, dass wir den Keller halt weiter kriegen. Also sie machen halt jetzt die Wände, wie gesagt. Und ich muss mich jetzt hier um das Chaos kümmern. Ja, steht jetzt alles rum. Wir haben auch nicht alles gegessen. Ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten zu wenig eingekauft, aber dementsprechend räume ich das jetzt hier erstmal weg. Und dann zeige ich dann später auch noch, wenn die dann fertig sind, unten, wie es jetzt aktuell aussieht. Ich gehe jetzt mal hier gerade durchs Wohnzimmer. Hier hat sich noch nichts getan halt. Wir wollen halt, wie gesagt, erst unten fertig werden mit dem Keller. Und dann haben wir jetzt hier so einen Tisch aus Paletten gebaut. So sieht es jetzt gerade bei Regen aus. Und da haben wir uns vorhin hingesetzt unter die schöne große Tanne. Wirklich ein großer Regenschirm. Also das ist wirklich toll, dass wir hier so viele Bäume haben. Und ja, wir haben ja einfach super viel Sichtschutz und konnten jetzt einfach in Ruhe grillen. Zwischendrin hat es jetzt mal halt mal geregnet und wir sind nicht nass geworden. Und vielleicht hört man es unten im Keller.
Ja, da wird jetzt halt der Kalkputz angemischt und kommt dann auf die Wände. Aber wie gesagt, ich komme jetzt hier in der Zeit, wo die unten sind, hier die Küche auf. Küche ist aufgeräumt und jetzt gehe ich hier runter in den Keller. Tada! Man sieht schon Veränderung. Da waren die Jungs fleißig. Diese Wand hier hat komplett mein Mann gemacht, letztens schon vor ein paar Tagen. Und hinten ging es jetzt weiter. Also das ist ein neuer Schachdeckel. 50 mal 50 Zentimeter, der ist komplett aus Kunststoff. Und der alte da hinten komplett verrostet ist, der ganze Rahmen ist auseinandergebrochen. Ja. Weil da drin ist halt ein Revisionsschacht fürs Abwasserrohr. Schick aus, kommt kein Wasser durch, kein Rost. Ja, und das hier war halt der alte Deckel. Das, Ja. Der Deckel ist okay, aber der verspannt Rahmen ist komplett verrostet. Ja, das hat voll alt. Ja. Wie gesagt, hier die Wand. Und hier gibt es auch eine schöne Verblendung, so eine Klappe für die Kamine. Ja, kommt dann da noch hin. Hier, Standard war ja vorher auch schon. Und zack, so sieht es jetzt aus. Wieder einiges verändert. Sieht so schön glatt aus jetzt, die Wände. Das waren ja vorher super so Gestein. Ja, und das hat jetzt alles, wow, schon ein Unterschied. Aber es war viel Arbeit. Voll hell, voll überbelichtet hier. Ja, fühlt sich schon eigentlich wirklich so, ich sag mal vorsichtig, so halb wohnlich an. Weil es sind wirklich genau 30 Quadratmeter unsere Wohnung, wo wir halt vorher gewohnt haben, ein paar Jahre und davor auch. Also sind ja dreimal umgezogen in 8 Jahren. Und wir hatten halt immer nur ein Zimmer und das ist so ungewohnt. Wir haben hier im Keller, im Spa-Bereich, ist einmal genauso groß wie unsere alte Wohnungen. Ja, und jetzt haben wir einfach so viel Platz. Das ist, wenn wir halt diesen Raum, also diesen Spa-Raum mit diesem kleinen Flur da vorne dran nimmt, haben wir hier 35 Quadratmeter. Und wenn man das jetzt zur Wohnfläche hinzuziehen würde, macht man ja nicht offiziell. Aber wir sind ja dann trotzdem hier am Rumlaufen und hier kommt auch meine Waschecke dann endlich hin. Dann haben wir 135 Quadratmeter ungefähr oder 120, je nachdem. Das ist schon cool, Henning, ne? Das habt ihr echt gut gemacht. Und ich bin einfach so glücklich hier mit den Fenstern jetzt auch. Und halt hier auch das kleine Fenster. Das sieht jetzt einfach ein bisschen moderner aus, nicht mehr so altmodisch. Gut? Kannst du nur sagen, dass es hier Kalkputz ist? Ja, habe ich schon gesagt, ist Kalkputz. Atmungsaktiv. Atmungsaktiv. Ja, weil es halt einfach hier eine Kellerwand und es ist halt besser wegen der Feuchtigkeit, ne? Wurde uns empfohlen. So, also dann gehe ich jetzt mal hoch. Hab gerade ihm gesagt, dass er es gut gemacht hat. Ich lobe ihn, meinen Mann natürlich. Ich kann halt sowas einfach nicht. Deshalb mache ich halt überwiegend die Gartenarbeit oder assistiere ihn halt. Also wenn er halt Hilfe braucht. So, jetzt ein bisschen ruhiger. Jetzt kann ich hier besser reden. Ja. Weil ich habe ihm auch mit den Lichtschächten geholfen, so ein bisschen Steine geschleppt. Auch das kann ich halt alles machen. Also das alles, was ich machen kann, helfe ich. Nicht, dass es immer so aussieht, hier mein Mann macht alles mit den Kollegen. Nee, also ich mache halt auch, ich packe halt auch gerne an so. Was ich euch auch noch zeigen wollte, jetzt gehe ich mal hier raus. Es hat Gott sei Dank aufgehört zu regnen. Oh. Ich zeige immer hier unser schönes Haus. Ich bin auch so glücklich. Ja, ich wollte noch was Neues zeigen. Habe ich hier kürzlich ein Beet angelegt, ein rundes. Das ist mir was anderes. Mir kam einfach plötzlich die Idee und ich dachte, mach das mal so, dass hier einfach so ein paar Blumen sind und hier in der Mitte was. Der sieht nur ein bisschen mitgenommen aus, leider. Der war reduziert, aber ich dachte, ich nehme mal mit, vielleicht kriege ich ihn wieder hin. Ich finde, das hat irgendwie was und das macht einiges her. Und dann habe ich hier auch noch so ein paar andere Blümchen hingemacht, die sind extra hier so für Steine, die fühlen sich da wohl wohl. Ja, habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Vorderbeet jetzt geworden, so insgesamt. Und hier habe ich auch schon entdeckt, man sieht es jetzt hier glaube ich schlecht, aber hier, da kommen jetzt auch ein paar Blumen, die ich ja kürzlich gesät habe. Ganz fein sieht man es hier schon. Und da wird ja auch bald alles komplett bis hinten hin blühen. So, meine Lieben, ich bin jetzt durch. Wortwörtlich, nee. Also ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht mehr zu zeigen. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Und ich gehe jetzt rein, weil mir ist ein bisschen kalt.
So ist das Licht besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns und habt noch einen schönen Tag. Ciao.